Leute, and yay, hello friend. So, gleich das nächste Video. Versprochene Picolog vorhin vom Update. Und das Wort, was mir nicht einfiel, war natürlich just die Kamera aus, fiel mir das ein. Cash-Life-Modul. So, hier die Rocco-Wagen haben schon KDs bekommen. Super detaillierte Wagen, bin ich richtig happy mit. Für den Preis, Hammer. Der Rivarossi da hinten, der ist auch Burner. Rivarossi mag ich ja sowieso. So, Pluxe haben wir mal da. Haben wir schon ausgepackt. Unboxing. Leute. Ich habe das auf der Pico-Seite gesehen, das Modell. Da gab es das nur noch ein Foto von der echten Lok vor so einem Erdzug. Glaube ich, war das. Ich so, nee, ne? Musst du haben. Ihr wisst ja, ich stehe auf andere Sachen, sag ich mal. Und zwar haben wir hier eine EGP. Eine BR221 EGP in dem Blau. Pico Nummer 52612, DCC Ready, mit Schnittstelle LED-Licht, Licht und wie die fährt, gucken wir im zweiten Video, das neue im Unboxing, mal kurz auspacken hier. Verpackung gehen wir nicht näher drauf ein, kennt ihr ja alle. Super, Pico ja super gemacht mit der neuen Verpackung, gefällt mir sehr gut. Steht nur alles voll. Sleeve aufschieben, sorry. Die Code beiseite packen. Packen wir im Waggon. Guckt euch mal das Blau an. Mit den silbernen Handläufen da und so. Meine Güte. Zugriffsteil, da kann man auch noch anbringen. Ja, Leute. Sorry. Boah. Nee, sieht die geil aus. Folie mal eben hier. Ach, du ahnst es nicht. Leute, Leute. Och, du Feier. Ich feier das Ding jetzt schon. Wenn das noch gut läuft, wovon ich ausgehe, Pico halt. KD dran auf einer Seite, andere Seite wird zugerüstet. Traum oder Traum, Leute? Sound kommt nicht rein. Ich habe, wie gesagt, das ist meine dritte V200. Die anderen beiden haben Sound. Wisst ihr? Eine 200.0, eine 200.1. Das hier ist auch eine 200.1. Ja, Marion drüben am Basteln. Hier mal wieder bei der Lorbeischen, die Grills, die andere hat ja diese runden Lüfter gehabt. Leute, geiles Teil. Gut, Decoder rein und mal eben aufs Gleis, mal eben eine Runde fahren lassen. Eiskalt das Ding. Wo das Plastik ist, fühlt sich an wie Metall. Hammer, wa?